So, herzlich willkommen zu Kerbal Space Program. Wir wollen heute eine Mission gemeinsam machen, darum gehe ich mal ins Spiel hinein und wir schauen uns an, was anliegt. Wir spielen Karriere natürlich. So, wir haben hier schon Missionen angenommen. Folgende Mission. Wir müssen eine Orbitalstation rund um den Mond herumbauen und wir müssen 1, 2, 3 Satelliten mit hochnehmen. Dazu haben wir ein Raumschiff konstruiert, das folgendermaßen aussieht. Wenn ich es denn noch finde, müsste das Auto. Automatisch gespeicherte Schiff müsste es sein. Jawohl. Das sieht schon ganz gut aus. Wir haben, wenn wir die Bedingung haben, dass diese Raumstation 5 Kerbal supportet, haben wir hier einen Command Pod MK2. Der hat ja Platz für 3 Leute. Darunter noch eine MK2 Ländercan mit einer Crew-Kapazität. Ja, den Kommando Pod. Das zählt dann auch mit. Die braucht man nicht. Okay, MK2 Ländercan hat wohl doch 2 Phasensplätze. Es wurde gerade anders angezeigt, aber wir schauen uns das gleich nochmal an. Vielleicht habe ich falsch geguckt. Pilot Level 2, kann ich schaden. Ach, das Kopplungsmodul habe ich mir angeschaut. Okay. Naja, hier ist die Ländercan, Crew-Kapazität 2. Passt. Die muss also in einen Orbit um den Mond herum. Und ja, die Satelliten, das kennt man, die haben ihre verschiedenen Orbits. Was ist die Mehrzahl von Orbits? Jeder hat seinen eigenen spezifischen Orbit. Genau. Wir haben hier jeweils einen Science Junior für. Ja, damit einfach sichergestellt ist, dass es nicht ganz besonders hoch fliegt. Vielleicht kann es noch ein bisschen Science generieren. Wir haben in der Mitte ein Girder-Segment zwischen dem Ländercan und dem ersten Tank. Ich finde ja diese Service Base, die es da gibt. Ich habe so meine Probleme damit, denn sie sind instabil im Flug. Das ganze Ding fängt an zu wackeln. Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist, ob ich was falsch baue. Alles möglich. Jedenfalls benutze ich das Zeug nicht. Wir haben als Ersatz, ihr seht es hier, einen ganz normalen Girder-Segment hochkant auf den Attachment Point von Ländercan und Tank. Und ja, ihr könnt sehen, verschiedene Sachen daran geworden. Also das sind Lampen, das man sieht, Mystery Goo ist dabei, Monoprop, Batterien, Thermometer, Barometer. Okay, das ist meine Science Department von der Hauptrakete. Gut. Ich bin nicht so sicher, was die Triebwerke angeht. Ich habe aber letzten Versuchen herausgefunden für mich, dass das Skipper generell besser funktioniert als das Mainsail. Mainsail hat zwar mehr Power, aber am Ende bekomme ich mit Mainsail weniger Delta V als mit dem Skipper. Ich zeige es euch mal. Skipper weg, Mainsail hin. 4300. Ja, das muss noch runter. Das war eine falsche Stufe. So, 4378. Die dritte Stufe bringt 3000. 4378. Sie ist nicht weniger. Nicht sehr viel weniger, aber ja. Es wiegt weniger. Vermutlich macht es das aus. Für unsere Zwecke reicht der Skipper recht völlig aus. Deshalb versuchen wir das mal mit dem Skipper. Ja, hier ganz normale radiale Dekupler für die Boosterstufe, die natürlich schneller ausbrennen als die großen Tanks hier. Damit das Gewicht, denn diese wiegen 6,0 pro Booster,
Verzeihung. Damit diese im ausgebreiteten Zustand nicht mit hochgeschleppt werden müssen, sprengen wir die einfach ab. Stufenaufteilung sieht so aus. Erste Stufe ist Booster, 3 Stück. Diese 4 Skipper werden gezündet. Danach werden die Tanks lang nach und nach abgeworfen. Das Purchase Staging brauchen wir hier nicht, weil wir nur 3 Tanks haben. Ja. Dann hier Rokomax, Brand, die Kuppler. Zündung Pool Liquid Engine, das reicht im Weltraum völlig aus, hat guten Schub, 250 und wiegt sehr wenig. So, dazu habe ich noch diese Third Liquid Engines als Unterstützungstriebwerke angesteckt. Ja, einfach um mehr Delta V zu bekommen. Genau. Die hier brennen nicht. Die haben auch wenig Sprit dabei. Wir müssen mit dem Ding einmal docken. Das wird gewissermaßen so das E-Tüpfelchen. Wir müssen docken, um zu tanken, damit wir bis zum Mond kommen. Ist leider so. Ich hab's irgendwie nicht so gut raus mit dem Sprit und so weiter. Ja, obwohl ich Mechjet benutze für den Aufstieg, ist halt so. Ich habe noch nicht rausgefunden, woran es liegt. Wir starten mal. Genug gelabert. Okay, wir müssen SAS. Setzen wir von Mechjet. Dann schalten wir die Triebwerke ein. Vollstoff. Autopilot ist jetzt im Moment halt. Schaut mal das raus. Autopilot ist gerade auf 114, weil ich da schon mal einen Tank in den Orb geschossen habe. Der ist auf 114 Kilometer Höhe. Da kommen wir gerade hin. Und deshalb setzen wir das als Ziel. Bevor wir dann zum Mond fliegen. Hier seht ihr schon den Orbit vom ersten Satelliten. Gut, also RCS, Engage Autopilot, Start. Ein bisschen weiter weg scrollen, damit man was hört und die Grafik genießen kann. Seht jetzt Mechjet. Hier ist mein Ziel. Mechjet versucht immer den 90 Grad Orbit anzupellen, wenn ich das angebe. Könnt hier noch einen Winkel angeben, aber das machen wir später im Weltall. Ja, erste Stufe ist fast fertig. Wird abgesprengt. Die Skipper reichen aus, um zu beschleunigen. Wir müssen, der Grund, warum wir die Skipper lieber sind, ist, weil ich gern mit der Terminal Velocity Limit fliege. Das heißt, er fliegt nur annähernd 300 Sachen schnell, 300 Meter pro Sekunde. Dann bremst er die Leistung der Triebwerke und dann macht es keinen Sinn, wenn ich mit stärkeren Triebwerke auf, sagen wir, 30% Leistung fliege, wenn ich mit 100% sparsamen Triebwerken und leichten Triebwerken ja, auch unter 300 komme. Ihr seht schon, wir erreichen jetzt langsam 300. Wir werden jetzt bald den Schub drosseln und dann auch bald die Wende einleiten. Seht ihr? Jetzt schauen wir praktisch direkt nach Westen. Gravity Turn. Ihr seht, wie mein Prograde Vektor sich verändert. Die Rakete ist ein bisschen instabil, weil sie oben so viel Gewicht hat. Aber es geht. Sie ist stabil genug, um auf 114 km zu kommen. Das ist alles, was wir brauchen. Wenn sie im Orbit ist, kein Problem.
Okay, der Gravity Turn ist in vollem Gange. Schauen wir auf die Karte. Nein, wir warten noch, bis die Spreepark ausgebrannt ist, weil sonst haben wir, verpassen wir den Staging-Moment. Die letzten Tanks werden leer gesaugt. Ich könnte MechJab Auto-Staging einschalten, dann macht er das alleine. Aber es klingt vielleicht dumm, aber das Staging macht mir Spaß. Mache ich gerne alleine. So, der Tank ist auch bald leer. Wir warten gerade noch. Dann trennen wir uns von dem Tank auch noch. Gut, das sollte jetzt der Welle reichen. So, ihr seht das. Raumschiff, die Rakete hat sich auf den Horizont ausgerichtet, versucht jetzt horizontale Geschwindigkeit aufzubauen. Der Orbit sollte wachsen, tut er ganz langsam, das ist voll okay. Sind gut im Rennen, wo ist denn der? Ja, es ist immer gut, wenn man so eine Drittelsumdrehung wartet, also wartet, bis das Ziel eine Drittelsumdrehung von der eigenen Position entfernt ist mit dem Start, weil dann kommt man ungefähr so circa im gleichen Viertel heraus. Er bewegt sich natürlich schneller und wir müssen hier erst noch, wir hätten noch können länger warten, aber ihr seht, das ist egal. Wenn der Orbit passt, dann werden wir einfach noch eine Schippe drauflegen, so dass der Orbit auf der Periapsis, also der einen Seite, länger ist, und dann holt uns die Tankstelle ein. Dann ist das gar kein Problem. Was macht der Sprit? Wir schauen mal auf den Sprit. Denn wir brauchen Sprit. Etwas Sprit muss übrig bleiben. Ihr seht schon, die Rakete hat genug Power. Entschuldigung. Und genug Sprit. Das haut hin. So, MechJab versucht jetzt, einen schönen runden Orbit hinzubekommen. Das klappt nicht immer. Wir schalten Smart S ein, damit das Ding nicht unkontrollierbar sich dreht, aber es sieht schon, es hat 113,8 und 114,1 Kilometer. Von Hand würde das nie so gut klappen. Ja, jetzt können wir noch, was können wir denn, was machen wir denn? Ich würde sagen, wir geben jetzt noch ein bisschen Prograde Gas, und zwar genau an dieser Stelle. Irgendwo, wo sich der Orbit trifft. Ach nein, halt! Wir müssen noch die Planes matchen. Ihr seht, die Tankstelle hat eine andere Inclination. Das heißt, ich wähle hier nicht das, nein. Hier wähle ich Match Planes with Target. Add the next Ascending Node. Wir machen mal nur Create Node. Seht ihr, ich habe kein Ziel ausgewählt. So. Set as Target, Ascending Node, Create Target. Jetzt seht ihr, ich habe hier eine Manöver Node, der den Orbit auf die gleiche Bahn lenkt. Denn tanken kannst du nur, wenn du an das Ding rankommst. Also, Create and Execute, da haben wir schon. Wir machen jetzt Execute Next Node und der warpt selber bis zur richtigen Stelle. Er richtet sich aus auf das Manöver Node. Dann wird hingeworbt. Und ich glaube, 80 Meter pro Sekunde schaffen wir so. Nachher werde ich noch den Sprit aus den Zusatztanks in den Haupttank pumpen. Nur zur Sicherheit. Und dann fülle ich den nachher wieder auf, wenn wir an der Tankstelle sind. Okay. Manöver Node ist so gut wie erreicht. Der Countdown ist noch 3 Sekunden. Und schauen wir uns mal die Planes an. Ja. Was war das jetzt? Normalerweise hätte er jetzt das in einem Zug durchmachen müssen.
Siehst du, wir haben keinen Sprit mehr, das ist das Problem. Jetzt werde ich das so machen. Ich denke mal, das geht noch. Nein, wir machen Abort. Und fangen frisch an. So, Sprit aus, sowas Peinliches. Also, wir holen uns den Sprit aus den äußeren Tanks. Damit sollte das gehen. Remove all nodes, then create and execute. Ja, jetzt macht er nochmal ein. Ja. Fährt er nochmal einmal um den Heimatplaneten herum. Sorry für das. Aber das ist einfach das Problem, wenn du vier Contracts auf einmal erledigen willst, dann hast du gewisse Einschränkungen, sag ich mal. Für eine Rakete. Die muss immerhin auf 114 Kilometer Orbit. Mit 80er Orbit wäre das wahrscheinlich noch gegangen. Niemals entschuldigen, es ist wie es ist. Wir kriegen das hin. Hoffe ich doch. Also, Manövernode ist erreicht. Hier ist die Plane, die ich fliege. Hier will ich hin. Wir brauchen dazu 18,8 Meter pro Sekunde. Es geht los, Feuer frei. Siehst du? Stopp. 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 Gut. Jetzt können wir Folgendes machen. Wie gesagt, müssen wir den Prograde Burn machen. Dazu schalte ich Smart SS auf Prograde. Er dreht sich selber Richtung Prograde Marker. Jetzt werde ich Folgendes machen. Wir haben genug Monoprop an Bord. Ich werde, wenn wir nicht so viel Korrektur brauchen, den Monoprop-Tank dafür benutzen. Wer schon mal Docking versucht hat, der weiß, es gibt nicht nur WASD und Q und E, sondern auch H, N, J, K, I und L. Das sind die lateralen Bewegungen, also die gerade nach vorwärts geht zum Beispiel mit H. Ich zeig's mal. Wenn ich jetzt H drücke, dann gehen alle Düsen nach vorne an. Und mit N geht's nach hinten. Das braucht ihr zum Docken. Das geht in alle Richtungen. Genau. Werdet ihr nachher noch sehen. Wenn das Docken aktuell ist, was mache ich denn jetzt? Also jetzt wollte ich noch einen Radius ändern, einen Orbit etwas vergrößern. Dazu hole ich mir den App-Marker. Das ist ein bisschen im Weg hier, egal. So, jetzt gebe ich Gas. Und ihr seht, er steigt und steigt und steigt und steigt. Wir machen mal 124. Schauen wir uns das dann an, das ist ein bisschen Schätzerei. So, Monoprop hat uns so viel gekostet. Das können wir noch ein paar Mal machen, aber wir werden jetzt mal einen Time-Warp einschalten und versuchen, dass die Tankstelle mit Docking-Port uns einholt. Ihr seht die ganzen Rendezvous-Marker. Der hier zum Beispiel wäre in Separation 831 Kilometer. Das ist zu weit weg. Da können wir nicht docken. Nicht mal mit dem langen Schlauch können wir dahin. Jetzt mache ich Folgendes. Ich zeige euch jetzt, was passiert, wenn ich diesen Marker passiere mit meinem Raumschiff. Ich fliege jetzt einmal rum und passiere diesen Marker. Und dann schauen wir uns nochmal die Entfernung an nach der nächsten Umrundung. Dazu mache ich hier einen Klick. Warp hier. Dann geht das schneller. Kill Rotation können wir einschalten. So, wir haben jetzt Separation von 831 Kilometer. Dadurch, dass unser Orbit geringfügig größer ist, holt uns die Tankstelle mit jeder Umrundung, mit jeder Sekunde holt sie uns ein Stück ein. Je größer der Orbit-Unterschied, desto größer die, desto mehr holt er auf. Aber sobald ich hier drüber fliege, seht ihr, sind es nicht mal 831, sondern blinkende Kilometer. Ich glaube, ist jetzt doof. Ja, ich glaube, man kann erkennen, dass es 796 ist. Ja, das ist jetzt ein bisschen. Vielleicht kann ich ein klein bisschen Gas, nee. Es sind 796. Wir haben jetzt praktisch 31 plus 4, 35 Kilometer auf die Tankstelle verloren. Sie ist näher an uns herangerückt. Wenn ich das noch vergrößern will, setze ich mir hier einen kleinen Manövernode, damit ich weiß, wann ich Gas geben muss. Schalte hier Prograde ein, damit wir richtig ausgerichtet sind. Und Warp to next Manöver. Ne?
Lässt mich nicht. Dann machen wir es von Hand. Zack, 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 zack. Jetzt gebe ich noch ein bisschen Prograde Gas mit den Schubdüsen. Ich habe ja hier eingestellt, dass ich auf 130 möchte. Ja, das wären jetzt 4,9 Meter pro Sekunde. Die machen wir geschwind. Zack. Sprit reicht locker, wie man sieht. Dann machen wir noch ein bisschen mehr, damit sich es auch rentiert und wir nicht so viele Umrundungen brauchen. So, der neue Orbit ist auf 135 Kilometer.